Es gibt keine absolute Sicherheit. Sprechen wir über die Grundsätze für ein Paranoia-Depot. Aber zunächst möchte ich dir noch etwas aus diesem Klassiker vorlesen, auf der Seite 202. Da steht: Kennen Sie die Geschichte von Noah? Er lebte in einer Gegend, in der es seit Menschengedenken nicht geregnet hatte. Plötzlich bekam er von Gott den Auftrag, ein großes Boot zu bauen. Also gewissermaßen in der Wüste ein großes Boot zu bauen. Nirgendwo Wasser in der Nähe. Ein Boot, das bei einer gewaltigen Sintflut Rettung bieten sollte. Können Sie sich vorstellen, was die Menschen über Noah dachten und sagten, als er mitten in dieser wüstenähnlichen Gegend anfing, seine Arche zu bauen. Es gab dort noch nicht mal kleine Boote. Als Noah anfing, eine riesige Arche zu bauen. Seine Freunde und Bekannten versuchten ihn zu überzeugen, wie sinnlos sein ganzes Unternehmen sei. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie zu ihm sagten: Warum vergeudest du deine Zeit mit diesem sinnlosen Projekt? Man lebt nur einmal. Als Noah sich nicht beeinflussen ließ, wandten sich seine Freunde von ihm ab. Die Weisen und Intelligenten legten detailliert dar, warum es gar nicht zu einer Sintflut kommen könnte. Fortan galt er nur noch als eigensinniger Spinner. Und es ist nicht leicht, an einem Plan festzuhalten, wenn einen alle für verrückt halten. Aber die Geschichte hat Noah recht gegeben. Die große Flut kam wirklich. Warum lese ich dir das vor? Ganz einfach. Es kann ja sein, dass wir eine V-Formation haben, kurzer Einschnitt, und blitzschnell geht alles wieder nach oben und dann ist wieder alles gut. Und wenn du dann eine Arche bauen sollst, wenn du dann dein Paranoia-Depot anlegen sollst, dann werden die Leute sagen, du spinnst. Und mit dem Geld könntest du was Besseres machen. Ich möchte dir aber ans Herz legen, lege es auf jeden Fall an. Sprechen wir zuerst über die Grundsätze für ein Paranoia-Depot. Das Paranoia-Depot legt seinen Schwerpunkt auf Sachwerte. Und ich behaupte sowieso, wir haben jetzt das Zeitalter der Sachwerte. Wenn du mich und meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass ich immer schon auf Sachwerte hinweise. Und dass ich sage, 2/3 deines Geldes solltest du mindestens in Sachwerten anlegen. Grundsatz Nummer 1. Investiere in das, was du kennst. Nur in etwas, das du kennst und beurteilen kannst. Glaube mir. Sonst wirst du irgendwo früher oder später über den Tisch gezogen. Wenn du denkst, etwas hat keine Risiken, dann liegst du falsch. Die Wahrheit ist nur, dass du sie noch nicht kennst. Und ich vielleicht auch nicht. Aber sie sind da. Gibt es deswegen keine Risiken bei Dingen, die du beurteilen kannst? Natürlich doch. Aber deine Chance, nicht in irgendeine Falle zu tappen, ist viel, viel größer. So, und da wir gerade über Risiken und so weiter sprechen, lass mich noch eine grundsätzliche Sache sagen. Wenn wir über das Paranoia-Depot sprechen, dann sind das keine Anlageempfehlungen von mir. Und mach mich bitte auch nicht verantwortlich, wenn es nicht läuft. Ich sag dir, was ich denke, was gut ist für mich, und du entscheidest, was du für dich machen möchtest. Kommen wir zum Grundsatz Nummer 2. Investiere in Sachwerte. Das entscheidende Argument heißt, so wie die Inflation deinem Geld schadet, sie frisst es auf, so hilft es deinen Sachwerten. Denn bei Geld sagen wir, Inflation bedeutet, Geld wird weniger wert. Inflation bei Sachwerten bedeutet, etwas wird wertvoller. Bedeutet also mehr Wert für dich. Inflation bei Sachwerten nennen wir Wertsteigerung. Deine Sachwerte werden teurer. Außerdem gilt, dass wir beides im Auge haben. Immer, ja, unsere Sicherheit und unsere Freiheit. Für das Paranoia-Szenario gilt, nur Sachwerte halten eine Krise aus. Und damit sind wir beim Grundsatz Nummer 3. Streue breit. Denk dran, dass dein Paranoia-Depot dir helfen soll, nicht auszurutschen. So, und das ist so, als wenn du etwas Salz streust auf einem eisglatten Gehweg. Sagen wir mal, du streust nur ein einziges Korn und sagst, das muss es sein. Das wird mir helfen, nicht auszurutschen. Naja, du könntest Glück haben, genau auf dieses Korn treten und dadurch nicht ausrutschen, aber du verstehst, es ist viel besser, wenn du breit streust, wenn du nicht ausrutschen möchtest.
Achtung, das bedeutet aber auch in diesem Beispiel, das meiste Salz ist nutzlos. Denn überall, wo du nicht drauf trittst, hast du das Salz umsonst gestreut. Du kennst Eichhörnchen. Weißt du, warum ein Eichhörnchen im Winter überlebt? Weil es Depots baut. Das heißt, es sammelt den ganzen Sommer über, du siehst die ja dauernd rackern, irgendwelche Nüsse, Eicheln, Bucheckern. Und was die meisten nicht wissen, die verstecken die dann in irgendwelchen Depots. Und weißt du, was passiert? 80% seiner Depots findet es nie wieder. Umsonst angelegt. Wenn also ein Eichhörnchen 100 Depots baut, dann findet es nur 20 wieder. Aber durch diese 20 kommt es sicher durch den Winter, es überlebt. Gerade die Paranoia-Strategie will, dass du breit streust. Denn du weißt ja eben nicht, was passiert. Und wenn wir gleich die einzelnen Anlagen besprechen, wirst du sehen, dass jedes trotzdem ein Restrisiko hat. Also musst du besonders breit streuen. Grundsatz Nummer 4, du brauchst keine Renditen. Ja, du hast richtig gehört. Klar, für ein Optimismus-Depot brauchst du Renditen, willst du Renditen, das soll dich ja zur Freiheit führen. Das Paranoia-Depot soll Sicherheit bedeuten. Es soll dir Sicherheit geben. Es soll dir einen Neustart ermöglichen. Also stell dir vor, dass alle sehr wenig Geld haben, weil alle sehr viel verloren haben. Ja, sagen wir, ist nichts mehr da bei den allermeisten Menschen. Wenn du dann etwas hast, bist du sehr, sehr weit vorne. Wenn wir über Immobilien und so gleich sprechen werden, wirst du sehen, was das bedeutet. Deswegen musst du mit deinem Paranoia-Depot gar nicht investieren. Denn investieren bedeutet, du kaufst etwas und bekommst eine regelmäßige Rendite. Wenn du also eine Wohnung kaufst, bekommst du Miete. Wenn du Aktien kaufst, bekommst du Dividenden. Zumindest, wenn du die richtigen Aktien kaufst. Dein Paranoia-Depot ist aber dazu da, um dir Sicherheit zu geben, nicht Renditen. Und wenn das Paranoia-Szenario wirklich eintritt, dann hast du einen unfassbaren Headstart. Du hast nämlich dann Geld, du hast dann Sachwerte und du kannst dann sehr, sehr viel damit tun. Du kannst dann einen Teil deines Paranoia-Depots auflösen und daraus ein Optimismus-Depot machen, dann aber ein richtig großes, weil das dann mit ganz wenig möglich ist. Und dann kannst du innerhalb von kurzer Zeit unfassbar viel Geld verdienen. Es wird nur zwei Gewinner geben nach einer Krise, wenn es so war wie in der Vergangenheit. Das sind die Mega-Unternehmen, die ganz großen, Raubtierkapitalismus ist das Stichwort, und die, die ein Paranoia-Depot haben. Grundsatz Nummer 5. Asset Allocation. Das bedeutet, Produktvergleich ist gar nicht so wichtig. Zumindest ist der Produktvergleich innerhalb einer Kategorie nicht so wichtig. Zumindest nicht so wichtig wie die Auswahl der richtigen Kategorie. Es ist also gar nicht unbedingt wichtig, dass du alles richtig machst. Wichtig ist, dass du streust. Und dass du auf die richtigen Kategorien setzt. Über die sprechen wir. Was du innerhalb der Kategorien dann machst, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, du hast die unterschiedlichen Kategorien abgedeckt. Das sind die richtigen Anlageklassen für ein Paranoia-Szenario. Grundsatz Nummer 6. Mache niemals Schulden, um damit irgendwelche Investments zu kaufen. In einem Paranoia-Depot gilt das sogar für Immobilien. Also sonst mag es klug sein, für Immobilien, die du gewerblich nutzt, die du vermietest, dass du dafür Geld aufnimmst. Für ein Paranoia-Depot ist das nicht gut. Und das gilt natürlich immer und grundsätzlich, dass du kein Geld aufnehmen solltest, um zu investieren, außer Immobilien für ein Optimismus-Depot. Aber fürs Paranoia-Depot eben auch nicht für Immobilien. Denn das Risiko wäre viel zu hoch. Nochmal, in guten Zeiten kann das gut gehen, aber wenn es einmal schief geht, peng, dann war's das. Finanzieller Tod. Man könnte natürlich auch denken, wenn demnächst mein Geld seinen Wert verliert, hey, dann bin ich doch Schweinchen schlau. Dann sollte ich doch schnell Schulden machen. Dann sind ja nicht nur mein Geld ist dann weg, dann sind ja auch die Schulden weg. Ping! Und vielleicht bleibt das Haus, das ich dafür gekauft habe, dann stehen. Ich habe also ein Haus, aber keine Schulden mehr. Hey, ist das clever. Ja, leider war es in der Geschichte bisher fast nie so. Die haben das ganz schlau gemacht. Guthaben und Verbindlichkeiten, also Schulden, wurden fast immer bei einem Staatsbankrott unterschiedlich behandelt. Und zwar zum Nachteil von dem, der Schulden aufgenommen hat. Also machen wir ein Beispiel. Du hast 1.000 Euro und jetzt gibt es eine neue Währung. Und in der neuen Währung werden deine 1.000 Euro im Verhältnis von 1:10 abgewertet.
das ist noch relativ optimistisch, sag's dir. Das heißt, du hast 90% deiner Kohle verloren. Peng, weg. Sehr realistisch. Wenn du Glück hast. Oft ist es sogar im Verhältnis von 1 zu 20 abgewertet worden. Also, du hast jetzt 100 Einheiten neue Währung statt früher 1000 Euro. 90% weg. Wenn die Schulden dann nur abgewertet werden im Verhältnis von 5 zu 1, das Geld wurde ja 10 zu 1 abgewertet, wenn die Schulden jetzt nur im Verhältnis von 5 zu 1 abgewertet werden, dann hast du unterm Strich viel mehr Schulden als zuvor. Du hast dann von deinen 1000 Euro vielleicht nur noch 100 Einheiten neues Geld, aber du musst möglicherweise 200 Einheiten der neuen Währung zurückzahlen. Das wirst du dann nicht können. Du hast dann nicht so viel Cash, möglicherweise. Zumindest nicht entsprechend. Und das ist dann eine Riesengefahr. Also, schweinchenschlau zu sein, ist nicht klug. Keine Schulden. Übrigens, wenn ich über Währungsreform spreche, dann dürfen wir eins nicht vergessen. Seit 1800 ist in Deutschland 7-mal eine Währungsreform passiert. 7-mal. Also im Schnitt alle 31 Jahre. Und da wir seit 1948 außer dem Euro keine mehr hatten, ist es also längst wieder überfällig. Da sind wir wieder bei Tag und Nacht. Nein, hey, es gibt auch Sommer und Winter. Beim Euro haben wir vielleicht nur 20-30% verloren. Das haben sie ganz geschickt gemacht, ganz versteckt. Aber wir wissen das, es ist alles teurer geworden. 20-30% haben wir verloren. Dafür hatten wir aber auch große neue Chancen. Natürlich kannst du sagen, hey, diesmal ist alles anders. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Fazit, Schulden sind keine gute Idee. Es gibt, Nummer 7, es gibt keine absolute Sicherheit beim Paranoia-Depot. Jede Anlage, die ich empfehle, kann platzen. Wirklich jede. Hey, was ist das jetzt mal für ein Auftakt? Ich sagte gleich mein Paranoia-Depot und dann sage ich dir als Einleitung, jede Anlage, die ich dir empfehle, kann platzen. Wirklich jede. Aber das muss dir bewusst sein. Und ich erkläre dir auch, warum. Ich sage dir bei jedem einzelnen Punkt, was da das Risiko ist. Trotzdem wirst du viel, viel besser dran sein, wenn du dieses Paranoia-Depot entwickelst, als wenn du es nicht tun würdest. Zumindest für den Fall, dass ein Tsunami eintrifft. Denn wenn es stimmt, dass es keine absolute Sicherheit gibt, und es stimmt, so gilt doch, wer ein gut breit gestreutes Paranoia-Depot hat, der ist sehr, sehr nah an einer großen Sicherheit dran.